Der Ausstoß von Treibhausgas, insbesondere CO2, ist die Hauptursache des Klimawandels. Hitzetage, Trockenheit, Überschwemmungen und Erdrutsch sind ein paar negative Auswirkungen des Klimawandels. Auch in der Schweiz. Am 13. Juni stimmen wir über das revidierte CO2-Gesetz ab. Es ist nicht zielführend und zu teuer, das sagen Gegner. Oder es braucht genau jetzt Abgaben auf fossile Brennstoffe, sagen die Befürworter. An dieser Frage scheiden sich Gegner und Befürworter. Bei uns ist heute GLP-Nationalrätin und Energieexpertin Barbara Schaffner, eine Befürworterin vom CO2-Gesetz. Herzlich willkommen. Und auf der Gegenseite der Altnationalrat und Präsident vom Hauseigentümerverband Schweiz und dem Kanton Zürich, der Hans Egloff, ebenfalls herzlich willkommen. Herr Egloff, Sie und der Hauseigentümerverband sagen bei einer Annahme vom CO2-Gesetz, Gesetz werde alles teurer, insbesondere müssen wir mehr zahlen für die Wohnungsmiete. Warum? Also ist es so, dass mit der Annahme von dieser Revision der Heizungsersatz ein anderer wird sein, als das unter dem geltenden Recht ist. Also faktisch wird man Erdöl- und Gasheizungen müssen ersetzen durch andere Heizsystem, zum Beispiel Wärmepumpen. Und der 1-zu-1-Ersatz für sich allein, das wäre noch einigermaßen tragbar. Also die Investitionen, die wären durchaus denkbar. Aber mit dem vorgegebenen Absenkpfad beim CO2 pro Quadratmeter muss man eben auch weitere Massnahmen treffen am Gebäude, insbesondere an der Gebäudehülle. Also man muss auch das Dach isolieren, sanieren. Das Gleiche gilt für Fassaden, neue Fenster und so weiter. Das kann bei einem Eigenheim gut und gerne mal zwischen 50 und 100'000 Franken Zusatzinvestitionen ausmachen. Das Gleiche gilt natürlich bei den Mehrfamilienhäusern. Und beim Eigenheimbesitzer geht es direkt aufs Portemonnaie. Beim Mieter, dann, der in einem Mehrfamilienhaus rein, wohnen tut indirekt. Da muss der Hauseigentümer finanzieren, die Investitionen, aber etwa die Hälfte, nicht ganz die Hälfte davon, kann er direkt auf Miete umwälzen. Und gemäss einer Studie vom BFE kann das bei einer 4,5-Zimmer-Wohnung bis zu 140 Franken pro Monat ausmachen, wo die Miete verteuert wird durch die Revision. Sollte das revidierte CO2-Gesetz nicht angenommen werden, gelten die kantonalen Richtlinien, aber auch die sehen ja eigentlich vor, dass man mindestens bei Neubauten keine Ölheizungen mehr darf rein tun. Das ist, glaube ich, auch ein unumstrittener Punkt von Ihrer Seite, Herr Egloff. Und dass man auch dort will, eine Dämmung und so weiter fördern. Das sind die sogenannten Muckens, die seit Jahren ja im Zentrum stehen. Ist es wirklich so, dass wenn das CO2-Gesetz angenommen wird, Vierzimmerwohnung 140 Franken teurer wird? Das kann man pauschal ganz sicher nicht sagen. Man muss wirklich den Einzelfall anschauen. Und es ist auch nicht so, dass man zwangsweise alles muss machen, alles sanieren, ringsherum um die Heizung herum. Es ist ein bisschen eine Frage, dass man das ausgewogen und wirklich aufs Gebäude angepasst macht. Also wenn man natürlich Radiatoren hat, dann ist klar, muss wieder eine Hochtemperaturheizung sein. Wie das eine Ölheizung war, das könnte aber auch eine Holzheizung sein. Und dann hat man eigentlich die Vorgaben vom CO2-Gesetz und auch von der kantonalen Energiegesetz schon erfüllt. Wenn wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen, ja, die Mucken, die Sie angesprochen haben, seit 2014 gibt es da die Vorlage quasi von den kantonalen Energiedirektoren und die sollte jetzt in den Kantonen umgesetzt werden. Die einen Kantonen haben schon, die anderen sind dran, wie der Kanton Zürich. Und da gibt es dort, die sind noch, nicht, noch weniger weit fortgeschritten. Und das Ziel ist bei allen aber das Gleiche, wir wollen den CO2-Ausstoß runterbringen. Jetzt kann man sagen, das CO2-Gesetz, das setzt die Zielvorgabe fest, sagt, bis in 23 plus 20 Jahren müssen wir bei null sein. Mhm. Auch bei den Altbauten, und zwar nur, wenn sie saniert werden. Also wenn man nichts am Haus macht,
dann kann das so weiterlaufen wie bisher. Also wir haben eine lange Übergangsfrist. Man kann das dann planen, auch die normale Renovationsplanung, die man ja sowieso von einem Haus machen muss, und dann das dort einbringen. Aber irgendwann kommt der Stichtag und dann muss man etwas machen, oder? Ja, wobei der Stichtag ist nicht vom Gesetz her vorgegeben, sondern der Stichtag ist von der Heizung vorgegeben, wenn die mal aussteigt. Mhm. Und erst dann muss man etwas machen und dann muss man es der aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen anpassen. Aber was würde das bedeuten, wenn jetzt jemand eine 15-jährige Ölheizung zum Beispiel hat und sich muss überlegen, ja gut, hebt die noch mal 10 Jahre, vielleicht hebt die auch nur noch 5 Jahre. Was heisst das konkret für jemanden, der jetzt vor so einer, wie soll ich sagen, Entscheidung steht? Ja gut, also eine Heizung, die jetzt 10 oder 15 Jahre alt ist. Die müsste ja sowieso ersetzt werden, früher oder später. Ja schon, das gilt für jede Heizung. Oder? Auch wenn sie jetzt neu installieren, steht fest, irgendwann ist sie amortisiert, irgendwann geht sie kaputt und muss ersetzt werden. Die Frage ist, wann. Und also bei der heutigen Technologie würde ich jetzt meinen, dass eine 10-jährige Heizung die kann gut und gerne einmal 10 oder sogar 15 Jahre weiterlaufen. Also da kann ich niemandem empfehlen, die Heizung heute zu setzen, nur weil in Anführungsstrichen das neue CO2-Gesetz droht. Also, müsst das würde jetzt nicht als, nicht, als sinnvoll. Gesagt hat. Bitte? Müsst ihr ja eigentlich nicht. Nein, eben, das muss er nicht, oder? Aber er könnte in Vorwegnahme oder quasi um die grosse Investition, die ich da vorher erwähnt habe, um die in Anführungsstrich zu umgehen, könnte sich natürlich überlegen, ob er jetzt schon will, obwohl die Ölheizung noch läuft, die durch eine neue Ölheizung ersetzen, dann kann er sich nämlich die Investitionen, die 50 bis 100'000 Franken oder was dann auch immer genau ist, die könnte man sich damit sparen. Aber nochmal, also das finde ich jetzt kein sinnvolles Verhalten. Eine 10-jährige Heizung, die tiptop gewartet und, ist und wo funktioniert, die jetzt durch eine neue Heizung ersetzen. Sie sagen, eine neue Ölheizung könnte man im Prinzip jetzt noch einbauen. Dann müsste man die anderen Vorschriften in dem Sinne nicht umsetzen. Bis wann darf man dann so eine neue Ölheizung betreiben? Also wenn wir jetzt nur noch das CO2-Gesetz schauen, der Heizungsersatz könnte man noch bis zum 23. ohne Einschränkungen von Seiten des CO2-Gesetzes machen. Und nachher kommt es darauf an, wie ist das Gebäude ringsherum ist. Weil wir haben eben die Zielvorgaben, wie viel CO2 darf man emittieren pro Quadratmeter von der Wohnfläche. Und das kann man erreichen, indem man wieder eine Ölheizung einbaut, aber dafür das Gebäude besser dämmt. Mhm. Oder eben, wie gesagt, man kann auch auf eine andere Heizung umsteigen. Sei das jetzt in Hochtemperatur und dann für das Gebäude stehlen. Oder was natürlich am sinnvollsten wäre, ist, wenn man eine Gesamtsanierung plant. Weil dann ist es auch besser, die Heizung zu dimensionieren, wenn man zuerst Gebäudehülle macht. Und ich denke, der gesetzliche Rahmen gibt wirklich genug Zeit. Also selbst in der ersten Phase, wo man ja noch 20 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter kann emittieren kann, ist eine fossile Heizung durchaus möglich im Rahmen des Gesetzes. Also ich würde es nicht empfehlen, aber es ist... Vielleicht gerade zum Stichwort empfehlen, oder? Grundsätzlich ist es sicher nicht schlecht, wenn man überlegt, seine Liegenschaft zu dämmen, richtige Fenster drin zu haben, losgelöst vom Heizsystem, das dahinter steht, weil dann spart man tatsächlich auch Energie. Ja, das ist sicher richtig. Es gibt einfach nicht, meiner Meinung nach, nicht eine generelle Empfehlung. Eben schon zur Frage von vorher, soll ich jetzt eine 10-, 15- oder 20-jährige Heizung jetzt ersetzen, obwohl sie noch funktioniert. Oder ich will in diesem Zusammenhang schon darauf hinweisen, dass die Hauseigentümer logischerweise ihren Beitrag leisten, auch gegen den Klimawandel und zur Reduktion vom CO2. Oder in den letzten 30 Jahren, es gibt also eine Referenzgröße 1990, seitdem, also in diesen 30 Jahren, hat man im Gebäudebereich den CO2-Ausstoß um 35% schon reduziert. Das zeigt, und das, obwohl die Wohnfläche
in dieser Zeit um 40% gestiegen, die Bevölkerung um 25% zugenommen hat, ist das CO2 gesunken. Das zeigt, die Hauseigentümer machen das, was ökologisch geboten ist. Also, man will einen Beitrag leisten, aber man macht eben auch das, was ökonomisch noch sinnvoll ist. Und mit diesen Vorgaben vom CO2-Gesetz wird jetzt da so ein staatliches Diktat darüber gestülpt. Und man wird zu etwas gezwungen, das einfach unverhältnismäßig ist, was die Kosten anbelangt. Dass eben die Zahl, die 140 Franken, die ich vorher genannt habe, die habe ich nicht selber errechnet oder erfunden, sondern das habe ich aus einer Studie vom BFE, also aus dem Bundesamt von der Frau Sommaruga. Und sie hat sicher eine hohe Glaubwürdigkeit. Gut, und da geistern immer wieder ein bisschen andere Zahlen herum. Aus dem gleichen Bundesamt kommt die Zahl, dass es 100 Franken würde bedeuten pro Familie oder pro Haushalt, wo das CO2-Gesetz kostet. Herr Regloff sagt, über ein Drittel hat ja bereits das gemacht, was in dem neuen CO2-Gesetz vorgesehen ist. Ist Ihnen denn das zu wenig? Wir müssen weitergehen, ganz klar, ja. Wir haben das Ziel Netto Null bis 2050 und das müssen wir erreichen, weltweit. Und da gehört auch dazu, dass die Schweiz ihren Beitrag leistet. Wenn wir jetzt nochmal auf die Sanierungsgeschichte eingehen, ja, die Hauseigentümer haben einen grossen Beitrag geleistet, die 35% seit 1990. Man muss aber auch sehen, die Hauseigentümer sind unterstützt worden vom Gebäudeprogramm, um eben auch Investitionen zu machen. Und das Gebäudeprogramm, das wird ausgebaut und weitergeführt mit dem neuen Klimafonds, wo die Abgaben aus der CO2... Was heisst das konkret? Kriegen. Also konkret heisst das, wir haben einerseits ja die Abgaben auf Brennstoff. Die sind heute schon 96 Franken. Mhm. Die sind aber jetzt noch tiefer, wenn das CO2-Gesetz abnimmt. Nein, nicht zwingend. Es wird nur der Maximalbetrag, den der Bundesrat kann erheben kann, wird aufgestockt im neuen CO2-Gesetz. Die 96 Franken, die wir heute schon haben, die basieren auf dem Vorgehergesetz. Die können weiterlaufen und werden teilweise zurückverteilt. So zwei Drittel werden zurückverteilt an die Bevölkerung. Ein Drittel geht in ein Programm ins Gebäudeprogramm für Sanierungsmaßnahmen. Und das Gebäudeprogramm wird neu jetzt in einen Klimafonds quasi integriert, wo auch noch andere Abgaben dann reinfliessen. Aber es wird weiterhin den Geld zur Verfügung haben für Sanierungen. Und wir haben ein Ziel von 50% statt die 35% bis ins Jahr, bis glaube ich, in der Mitte von dieser Periode, wo das Gesetz gilt. Und solange wir dort auf Zielkurs sind, gibt es keinen Grund, die bestehende CO2-Abgabe zu erhöhen. Sondern erst, wenn wir dort nicht mehr auf Zielkurs sind, dann hat der Bundesrat die Möglichkeit, die Abgabe eben zu erhöhen, bis zu einem Deckel. Das ist ein Deckel, muss man immer wieder sagen, was das CO2-Gesetz vorgibt. Und die Gegnerschaft, die rechnet gern mit dem Maximum, mit dem Deckel und tut man das einfach auf alle abwälzen. Wir sehen sowohl bei der CO2-Abgabe wie auch bei der Treibstoffabgabe, der Deckel ist bisher noch nie erreicht worden. Wir sind relativ weit weg davon. Also so ich würde gerne etwas sagen zu diesem hochgelobten Gebäudeprogramm. Oder? Genau, ich wollte einhängen, dass es da Geld daraus gibt und dass ein Teil ja wieder zurückkommen soll auf die Bevölkerung. Da würde ich gerne mal noch schnell nachfragen, wie denn das gedacht ist. Also am Schluss tönt das so etwas von Ihrer Seite, wie wenn das gar keine Kosten würde verursachen. Gut, also die Rückvergütung. Auch da wird darüber diskutiert, wie hoch das denn die genau ist. Die Rede ist von einer Grössenordnung von etwa 60 Franken pro Kopf und Jahr. Also einmal nichts, auf gut Deutsch. Vor allem, wenn es darum geht, Kosten zu decken von einer Gebäudesanierung. Also nicht strittig ist, dass ein Einfamilienhaus eben 50'000 bis 100'000 Franken kann kosten kann, was die Sanierung anbelangt. Also die 60 Franken sind völlig irrelevant in diesem Zusammenhang. Und eben, ich möchte noch gerne etwas sagen, was zu dem Gebäudefonds gezahlt wird. Ja, eben, das Gebäude, das hochgelobte Gebäudeprogramm. Die Quote ist ein bisschen unterschiedlich. Es kommt ein bisschen darauf an, was man genau machen tut am Gebäude. Aber sind wir jetzt mal grosszügig und sagen, 10% wird vergütet aus dem Gebäudeprogramm. Ja,
jetzt, wenn ich an meinem alten Einfamilienhaus 100'000 Franken muss investieren für die Sanierung und komme 10'000 Franken über aus dem Gebäudeprogramm, fehlen mir immer noch 90'000 Franken. Jetzt, wenn ich 67, 68 bin, im dritten Lebensabschnitt, habe Tragbarkeit nur noch knapp erreicht für die Hypothek, die heute bereits besteht, und gehe jetzt zur Bank und sage, ich brauche noch 90'000 Franken, damit ich die Gebäudesanierung nicht machen kann, dann sagt die Bank, es tut mir leid, aber wir können Ihnen das Geld leider nicht geben, weil sie die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt. Ja, in allerletzter Konsequenz muss man das Haus dann weggeben. Entweder, wenn man Glück hat, kann man es vielleicht in der Familie noch weitergeben, wenn man einen Sohn oder eine Tochter hat, der die Voraussetzungen erfüllt, wo vielleicht das Geld vorhanden ist. Wäre übrigens eine Möglichkeit zur Finanzierung. Aber ehrlich gesagt, die Vorstellung, dass man bei den Kindern das Geld geht, holen zum Eigenheim, die Investitionen decken, finde ich ein bisschen seltsam. Nein, in letzter Konsequenz muss man es einfach verkaufen. Mhm. Das ist das, ja, also das der Punkt. Ist wirklich ein bisschen der Teufel an die Wand gemalt. Also, das ist nicht das Ziel vom CO2-Gesetz. Das ist absolut nicht das Ziel. Aber das Beispiel, das er sagt, das kann es tatsächlich geben, oder? Ich glaube es nicht. Also, es gibt auch neue Möglichkeiten, auch wo wieder im CO2-Gesetz reinkommen. Im Artikel 55 ist eine ganze Liste von möglichen neuen Instrument drin, das ist Energiecontracting ist dort drin, es sind Abfederungsmassnahmen drin, die dort daraus eben auch aus dem Klimafonds gezahlt werden können, die heutzutage, wenn man nur das reine Gebäudeprogramm hat, eben nicht möglich sind. Und das ist ein ganz grosser Mehrwert auch aus dem CO2-Gesetz, jetzt aus dieser neuen Revision, dass da die Möglichkeiten sehr viel breiter sind, als das, was wir in den bisherigen Gesetzen haben. Da sind Sie nicht einverstanden, dass es nicht zu Härtefällen kommt? Also eben Härtefall. Ich habe ja das, was ich jetzt gerade erwähnt habe, das wäre eigentlich der Klassiker Härtefall. Aber ehrlich gesagt müssen wir ein Gesetz revidieren, das eigentlich funktioniert, wo man sieht, dass die Ziele, die man sich gesetzt hat, vor allem jetzt im Gebäudebereich, eigentlich relativ gut können erreicht werden, muss man das Gesetz revidieren und damit Härtefall schaffen. Also was ist denn das bitte schön für ein Gesetz? Gut, es kostet einfach einen Haufen Geld und bringt am Schluss wahrscheinlich nicht den erhofften Erfolg. Die Revision bereits kommt, ja, weil man merkt, wir sind im Fahrplan hinten drin. Nein. Es ist nicht so, dass wir jetzt kein CO2-Gesetz haben. Wir haben bereits CO2-Gesetz. Nein, aber wir sind nicht im Fahrplan. Auch vom Klimakommen. Und im Gebäudebereich, und bis jetzt haben wir eigentlich nur von dem geredet, im Gebäudebereich sind wir auf Zielkurs. Im Gebäudebereich, wenn wir alles so lassen, wie es jetzt ist, würden wir die Ziele erreichen, die gesteckt sind. Aber es gibt eben noch andere Bereiche, wie Industrie, Landwirtschaft und insbesondere Verkehr, wo eben nicht in diesem Zielkorridor hineinlaufen. Und jetzt wird so quasi aus dem Gebäudebereich raus, müssten wir mithelfen, die Ziele dann so zu erreichen. Es kostet einfach einen Haufen Geld und bringt wenig. Also der Herr Egloff sagt, es tüpft eigentlich die Falsche, dass man das Pariser Klimaabkommen kann erreichen. Dort ist das Ziel, dass maximal 2 Grad Erwärmung zugelassen werden bis 2050, glaube ich. Tüpft es die Falsche, müssten andere quasi Zechen zahlen und nicht die Hauseigentümer, die jetzt da zur Kasse gebeten werden, unverhältnismäßig hoch. Also grundsätzlich mal, es müssen alle dazu beitragen, die jetzt CO2 emittieren. Und die Hauseigentümer sind tatsächlich die, die schon relativ viel gemacht haben seit dem 1990, weil es eben auch die gesetzliche Grundlage hat, die das unterstützt. In anderen Bereichen, im Treibstoff, im Verkehr, haben wir die Lenkungsabgabe nicht. Und da ist überhaupt nichts gegangen. Oder und genau da, das ist ganz wichtig, auch, dass wir jetzt hier einen Schritt weiterkommen, auch in dem CO2-Gesetz. Von unserer Seite her hätten wir natürlich gerne auch eine Lenkungsabgabe auf Treibstoff gehabt. Das ist politisch im Moment noch nicht möglich. Also wenn ihr da unterstützen vom Hauseigentümerverband aus, dann natürlich sofort, dass eben auch andere ihren Beitrag leisten. Und ja, für Gebäudeeigentümer, denke ich, bringt es wirklich Fortschritt in dem CO2-Gesetz, durch das, dass eben auch weitere Unterstützungsmöglichkeiten
gegeben sind, die es bisher nicht gegeben hat. Also da kann man nicht einfach sagen, ja, wir laufen jetzt mit dem bisherigen Gesetz weiter. Auch dort ist übrigens noch die Möglichkeit, nach oben offen die CO2-Abgabe zu steigern. Mhm. Also es gibt also eigentlich nur Vorteile da für Gebäudebesitzer. Gebäude, das ist das eine. Man will ja auch Gebühren erheben auf Flugreisen, auf Benzin und so weiter und so fort. Dort sind Sie eher einverstanden, wie dass man in den Gebäuden etwas macht. Ja gut, die Flugticketabgabe, also ich bin vor allem Hauseigentümer und Präsident vom Hauseigentümerverband. Aber vielleicht fliegen Sie auch. Aber ich bin auch in die Ferien und ich fliege auch. Und ich bin auch mit dabei gewesen, noch bei den Beratungen über ja. die Flugticketabgabe. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, das geht, ist für mich an der Grenze zum Lächerlichen. Oder warum? Schon, ja, der Versuch mit dieser Flugticketabgabe. Weil die sie dann zahlen müssen, die töpft es. Oder? Also wenn Sie eine vierköpfige Familie haben, die einmal pro Jahr eine Flugreise macht, dann zahlt man zwischen 30 und 120 Franken pro Kopf für die Reise. Also das kann bei einer vierköpfigen Familie rasch mal die Reise um 300 bis 500 Franken verteuern. Mhm. Also es muss auch gezahlt werden. Jetzt ist es aber so, dass man im Ausland die Abgabe ja nicht zahlt. Und schon heute gibt es einige, die auf Mailand gehen oder auf Frankfurt und von dort aus ihre Feriendestination fliegen, weil das günstiger ist. Dort zahlt man dann das nicht. Ich glaube oder ich behaupte, der Effekt oder das wird dazu führen, dass sich das noch verstärken wird, weil man in Anführungsstrich Geld spart, wenn man vom Ausland aus fliegt. Und schon der Flughafen Basel-Mühlhausen, wenn man dort auf die französische Seite übergeht, muss man die Abgabe nicht zahlen. Oder? Und ja, da geht man einfach dort hin. Das zeigt irgendwie, das ist für mich ein völlig untauglicher Versuch, da eine Lenkungsabgabe zu erheben, etwas zu lenken, wo man so sicher nicht kann lenken. Und eben am Ende des Tages wird es einfach das Reisen verteuern, viel bringen wird es nicht. Nicht durchdacht? Es ist absolut durchdacht. Und zwar möchte ich gerade vorausschicken, in der Schweiz sind wir ein Land, das bisher keine Flugticketabgabe hat. Es gibt diverse europäische Länder, die schon haben. Natürlich tiefer wie das, was wir jetzt wieder als Obergrenze eigentlich ins Gesetz hineinschreiben. Die Verordnung, so wie sie vorliegt, sieht nicht vor, dass man die Obergrenze ausschöpft. Das ist einmal das eine im Moment. Und das andere ist, ja natürlich, man kann natürlich überall irgendwie ein Hintertürchen finden, um irgendwelche Abgaben umzugehen. Aber das ist nicht das Ziel davon, sondern das Ziel ist, dass dann auch andere Fluggesellschaften oder andere Länder könnten nachziehen. Weil heute ist es so, jedes Land sagt, ja, wir nicht, wir wollen unsere Industrie nicht gefährden, sonst gehen die Leute ins Ausland. Und genau der Ausweichmechanismus der funktioniert so lange, wie niemand anfängt. Sondern es muss jemand anfangen. Und man hat ja mit, also die Fluggesellschaften haben ja auch ein eigenes Programm, das ein Corsia-Programm, aus wenn CO2 reduzieren, verschiedene Massnahmen. Man sieht einfach, das greift viel zu wenig. Man sieht, das funktioniert nicht, also muss man auch von staatlicher Seite. Gut, aber nur mit dieser Flugticketabgabe in der Schweiz wird sich an dem nichts ändern. Oder? Und wenn man schon den Vergleich zieht dann zu den Massnahmen und dem, was im Ausland da wird, es gibt ja ein Ranking über die Massnahmen und den Verbrauch von CO2 und da ist ja die Schweiz top unterwegs. Insbesondere auch vor der EU. Wir kommen schon bald zur Schlussrunde. Was ich noch gerne schnell von beiden hören möchte, es soll ja auch wieder etwas zurückgezahlt werden. Wie will man denn das machen? Ja, das macht man ja heute, oder das gibt es heute schon. Das macht man mit der AV bzw. Krankenkasse. Abrechnung erfolgt die Rückvergütung. Und das finden das Sie funktioniert. Gut? Das funktioniert heute schon. Also jede Bürgerin, jeder Bürger hat schon so mal so eine Abrechnung bekommen und gesehen. Es sind bis jetzt irgendwie 9 Franken nichts gewesen, die man irgendwie rückvergütet bekommen hat. Und 87 Franken. Genau, und in Zukunft werden es dann eben pro Kopfgrössenordnung 50 bis 60 Franken dann wahrscheinlich sein. Also Frau Sommer-Ugar redet von etwa 60 Franken, wenn ich es richtig im Kopf habe. Pro Monat, oder? Nein, wir reden jetzt. Wir sind jetzt bei 87 Franken pro Jahr. Und nachher wird es mehr oder weniger?
dann wird es steigen. Aber ja, nein, es gibt, ja, es gibt auch mehr. Aber oder, sind sie, ich habe gesagt, 9 Franken nichts. Und nachher sind es irgendwie 60 oder 70 Franken. Ist eigentlich gerade noch mal nichts. Also, ja, man muss ja das in. Jetzt haben wir vorher gehabt, 300 bis 500 Franken mehr für einen Ferienflug ist wahnsinnig viel für eine vierköpfige Familie, ja. Hat jetzt gerade gesagt, Herr Egloff. Und wenn die Druckerstattung irgendwo im Bereich 400, 500 Franken ist, dann ist das 0,9, oder? Also, nein, jetzt wirklich aber das muss zusammengedacht sein, oder? Weil jeder Bereich sagt, es gibt ja die Rückvergütung. Oder beim Wohnen sagt man, okay, es ist richtig, es kostet zwar mehr beim Wohnen, eben die 140 Franken, die ich voran gesagt habe, pro Monat für 4,5 Zimmer, wo ich, ganz aber man kommt bitte in die Rückvergütung über. Beim Reisen sagt man, ja, es ist zwar richtig, man muss die Flugticketabgabe zahlen, aber man kommt ja die Rückvergütung über. Und beim Benzin, also bei dem Treibstoff, heisst es auch, ja, der Treibstoff wird zwar bis zu 12 Rappen pro Liter teurer, aber man kommt ja die Rückvergütung über. Mhm. Nur die Rückvergütung kommen Sie nur einmal über und nicht dreimal. Okay. Sie können machen Sie nicht dreimal anrechnen. Machen Sie ja, dann Punkt, machen dann Punkt. Sie das kommen gerade noch mal dazu, Verschaffner. Sie haben 30 Sekunden Zeit, ab jetzt, zum sagen, warum man soll ja zum revidierten CO2-Gesetz sagen. Die Zeit läuft. Also das revidierte CO2-Gesetz ist die Fortsetzung von dem, was wir bisher hatten. Wir haben eine Klimapolitik, die zu gewissen Graden gerade im Gebäudebereich funktioniert hat. Die wollen wir weiterführen und verstärken und auch auf andere Bereiche anrechnen lassen. Und es ist klar, die Schweiz ist hier nicht allein. Es geht um eine internationale Verpflichtung, wo wir damit auch andere verpflichtet mitzuziehen und miteinander CO2 zu reduzieren für die Zukunft von unserem Planeten. Und das ist fast eine Punktlandung. 3 Sekunden sind noch auf der Uhr gewesen. Das gleiche Spiel mit Ihnen, Herr Egloff. Warum soll man Nein stimmen? Also ich finde es richtig, dass man etwas macht gegen den Klimawandel. Für das haben wir bereits ein CO2-Gesetz. Es braucht diese Revision nicht. Genau diese Revision braucht es nicht. Es werden alle zusammen müssen viel Geld ausgeben für das. Die Wohnenden eben pro Monat rasch mal 100, 140 Franken pro Familie. Man wird damit das Reisen verteuern, man wird damit Mobilität verteuern und bringen. Das wäre es. Danke vielmals. Ein bisschen überzogen, hat quasi die Zeit kompensiert, die Sie zu wenig hatten. Herr Egloff, besten Dank. Frau Schaffner, besten Dank. Wie es rauskommt, sehen wir am 13. Juni. Bei uns gibt es hier in wenigen Augenblicken Top News. Danke fürs Interesse. Schönen Abend. Auf Wiedersehen.